Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu Enshrouded. Ich freue mich so sehr auf dieses Game. Ein Action-Fantasy-RPG mit Survival-Elementen und einem fantastischen Bausystem. Das Bausystem in diesem Spiel, es ist das Beste, was ich je gesehen habe. Wer die Demo nicht gesehen haben sollte, der sollte auf jeden Fall jetzt erstmal dranbleiben. Ich denke, wir werden in der ersten Folge auch zum Bauen kommen. So, wir wollen gar nicht lange quatschen. Enshrouded ist gerade erschienen. Auf Steam kostet um die 25 Euro, wird entwickelt von Keen Games, einem deutschen Entwicklerstudio. Und wir sind im Charaktereditor angekommen. Dann lasst uns mal hier schauen, was es hier so gibt. Ach, guck mal hier, der sieht aus wie fast, der sieht fast aus wie Geralt. Fast. Ich glaube, mit dem können wir gut arbeiten. Wir schauen mal, was wir hier alles so haben. Ich will mich gar nicht ewig lange hier aufhalten. Nur mal gerade so durchgucken, was wir hier so haben an Frisuren. Der sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, ne? So wie er ist. Könnte ein bisschen älter sein. Frisur. So, Haarfarbe machen wir grau. Ja, Bart ein bisschen. Ja, sowas. Nehmen wir lieber. Nehmen wir den hier, ne? Ne, den. Wir nehmen den da. So. Weiter. Bartfarbe. Auch so irgendwie grau sein. So, dann haben wir noch Stimmen. Das passt nicht. Okay, das sind die weiblichen Stimmen, sind oben. Nehmen wir das, wa? Kann ruhig ein bisschen aggressiv sein. So, weiter. Charakter 1. Wir nennen ihn Jones. So, erstellen. Und dann können wir auch schon sagen, spielen. Ich hoffe, Grafik passt. Ich hoffe, Steuerung passt. Ich hoffe, der Sound ist einigermaßen okay und nicht zu laut. Auf geht's. Privat. Ein privates, lokales Spiel. Genau, wir haben auch einen Community-Server. Einen Enshrouded Community-Server. Kann man mit bis zu 16 Spielern im Koop spielen. Wenn ihr daran Interesse habt, schaut unten in die Videobeschreibung. Da findet ihr einen Link zu meinem Discord. Da ist der Community-Server drin. Da findet ihr alles, ja, was ihr wissen müsst. So, wir machen hier ein privates Spiel. Neuer Spielstand. Meine Welt. Flammenstufe. Die können wir ja auch bearbeiten. Nehmen wir die doch mal gerade noch Let's Play. So. Ohne Hochkomma, ich weiß. So, spielen. Long ago. A wanderer brought an enthralling gift to the people of Embervale. The elixir. It was a cure, a blessing, a weapon. Once concealed by the ancients, its might had been set free. With it came power, mistrust, and a longing for more. Humanity dug the elixir wells, ripping apart the land and each other to quench their thirst. Elixir and blood, a drop for a drop. But from the depths of the wells, an unforeseen curse crept into Embervale. The Shroud. A ruinous fog which sought only to spread and devour. Facing their downfall, ancients and humans united to forge the Flameborn. Now, your time has come. Awake. Thank you.
Unsere Zeit ist gekommen. So, und damit willkommen zu Enshrouded. Wir wurden gerade wieder erweckt hier in der Flammenkrypta. Und es ist also so, dass unsere Vorfahren eine gefährliche Seuche herbeigeführt haben. Die hat die ganze Welt, ausgemerzt, und es liegt an uns, das alles irgendwie, die Welt mal wieder zu retten. So, neuer Ort markiert, die Flammenkrypta. Mit der Flamme kommunizieren. Du hast zu lange geruht, Flammenblut. Das Gluttal ist untergegangen, verschlungen vom Miasma. Die ewige Flamme ruft nach dir. Finde einen Ort in dieser erloschenen Welt und errichte einen Flammenaltar, um dich vor der Dunkelheit zu schützen. So, Rezept freigeschaltet, unser Flammenaltar. Den müssen wir als erstes bauen, der markiert gewissermaßen unsere Heimat. Also dort, wo wir dann wirklich bauen werden. Damit man irgendwo bauen kann, muss man halt diesen Flammenaltar errichten. Und jetzt geht es erstmal daran, irgendwie zu gucken, was wir hier so an Ressourcen finden können, ob hier irgendwas ist. Dieses Spiel sieht einfach verdammt gut aus. Und es ist endlich mal wieder was anderes. Es ist endlich mal was anderes. Mal nichts mit Zombies. Dafür gibt es andere Kreaturen. Da können wir nichts machen. So, wir müssen da vorne zu dem Ding hier laufen. Dich erwartet eine große, geheimnisvolle Welt voller Gefahren. Drücke I, um deine Karte zu öffnen und deine Entdeckungen im Auge zu behalten. So, da haben wir dann hier im Inventar einerseits die Welt. Es gibt übrigens auch Schnellreisefunktionen im Spiel, und es gibt auch einen Gleiter, mit dem man halt fliegen kann, denn die Welt ist ungefähr 8x8 Kilometer groß. Da müssen wir hin. Und eine Besonderheit, die Welt ist voxelbasiert. Das heißt, die ist nahezu vollkommen zerstörbar, und man kann richtig, richtig gut bauen. Also ihr könnt sehr, sehr hoch bauen, sieht man auch da hinten an dem Turm. Man kann aber auch sehr weit nach unten in den Boden bauen. So, jetzt haben wir was zu lesen. Reines Licht umhüllt das Wissen der Erbauer, schützt es in einem flammenden Kern. Eine Weisheit, die weit über meine Vorstellungskraft hinausreicht. Ich könnte stundenlang ins Feuer starren, nach Antworten suchen, nach einem Flüstern. Aber da ist nichts. Obwohl es eine Stimme hat, spricht es nur zu jenen, die aus der Flamme geboren wurden. Eine Schande. Ich glaube, wir könnten erhellende Gespräche führen. Balthasar. So, Tagebuch, J, erreiche die Ebenen. Genau, wir haben ein Tagebuch. Die Flamme wacht über das verdorbene Land und gewährt dem Flammenblut die Kraft, dem Miasma zu trotzen. Opfere Ressourcen und stärke deine Verbindung zur Flamme, um deren Segen zu erlangen. Genau, dann haben wir hier Handwerk. Hier werden alle entdeckten Rezepte für diese Handwerksstation gespeichert. Du kannst diese Symbole auswählen, um schnell verschiedene Kategorien zu navigieren. Hier findest du die Anforderungen und Zutaten für jedes Rezept. Du kannst Rezepte anheften, um benachrichtigt zu werden, sobald du genug Zutaten zu ihrer Herstellung gesammelt hast. Dann haben wir natürlich hier unser Inventar an sich, den Rucksack. Wir haben einen Charakter, wo wir Sachen ausrüsten können. Ne? Kleidung, Helm, Waffen, Schild etc. Wir haben auch hier unsere Attribute. Alles noch sehr niedrig, klar. Und wir haben auch hier so Statusdetails. Verfügbarer Slot für Nahrung, verfügbarer Slot für Nahrung, okay. Und wir haben einen Skilltree. Und hier gibt es, es gibt also keine vorgegebene Richtung. Man kann also theoretisch hier hoch Richtung Bestienmeister, Waldläufer skillen und auch gleichzeitig hier runter Richtung Kampfmagier skillen. Ja? Es ist also keine vorgegebene Richtung hier drin. Gut, okay. Müssen wir hier noch irgendwie, nee, das müssen wir nichts mehr machen. Das heißt, wir müssen jetzt da runter. Wir müssen da vorne zu dem Punkt, wo dieser rote Schimmer da ist. Da müssen wir hinkommen, und dort müssen wir den Flammenaltar errichten. So, Enshrouded, wie gesagt, ich habe die Demo damals gespielt. Ach ja, es gibt auch hier so Schatzkisten. Warum lädt denn die Textur da nicht? Naja, gut. Eine Fackel, eine Bandage. Das ist schön. Noch eine Bandage, noch eine Bandage. Warum laden denn hier die Texturen nicht? Okay. Kümmere ich mich nach der Aufnahme drum.
Für die nächste Folge. Hier haben wir auch noch eine Fackel. Die können wir auch mitnehmen. So, wie gesagt, das Spiel ist gerade erschienen. Es ist ein Early Access Titel. Das heißt, es ist nicht fertig. So, wir müssen da links runter. Können aber auch mal kurz hier rechts rumgehen. Ich glaube, es ist egal, wenn ich mich recht erinnere. Es ist also ein Early Access Titel. Und es ist halt auch noch nicht alles im Spiel drin, was mal später reinkommen soll. Das heißt, wir werden auch wahrscheinlich den ein oder anderen Bug entdecken. Und wenn wir das tun sollten, wenn uns das gelingt, dann, naja, dann werden wir damit leben, ne, sag ich mal. Ah, hier. Genau, das hier sind explosive Schwarzpulverkugeln. Die nehmen wir auch mal mit. Die können wir nämlich brauchen. Es gibt natürlich Spitzhacken und jede Menge anderer Werkzeuge. Man kann damit theoretisch sich einfach hier durch den Berg graben. Die haben wir jetzt natürlich nicht da, die Spitzhacke. Die müssen wir uns erst noch irgendwann bauen. Wir müssen jetzt erstmal hier lang gehen. Wir können auch jederzeit hierhin zurück. Ne? Wir können auch hierhin zurückgehen. So, und das da, dieser Nebel, das ist das sogenannte Miasma. Das ist praktisch diese, das verkörpert diese Seuche, die hier unsere Vorfahren irgendwie freigelassen haben oder keine Ahnung, die halt hier irgendwie jetzt da ist. Nochmal eine Fackel gefunden. Und in diesem Nebel kann man sich nur begrenzte Zeit aufhalten. Ich glaube, so standardmäßig sind das 5 Minuten. Es gibt auch so... es gibt so Zeitkapseln, genau, jetzt steht da auch im Miasma und oben läuft jetzt so ein Timer ab. Hier können wir also nicht so lange bleiben. Drücke Tabulator, um deine Gegner ins Visier zu nehmen. Okay. Es gibt so Zeitkapseln, die man finden kann. Damit wird dieser Counter oben zurückgesetzt. So, Miasmasporen und Stoff. Ne, Bandagen sind das. Ne, Stofffetzen war das, okay. So, wir müssen hier rechts rum. Am Anfang sind natürlich die Gegner immer alle sehr leicht, ist ja klar, man muss ja erstmal reinkommen. Ich habe diese Demo geliebt, ja, die lief leider nur, ich glaube, 15 Stunden oder so, die war getimed. Und ich habe diese Demo so dermaßen geliebt, es hat so viel Spaß gemacht, ich hätte am liebsten direkt weitergespielt und dann mussten wir jetzt aber doch noch 3 Monate warten oder so. So, wir haben ein Rezept bekommen, eine Werkbank. Und... fällst du, erwachst du an deinem zuletzt besuchten Leuchtfeuer wieder zum Leben. Genau. Also wenn man hier dran vorbeigeht und man stirbt, dann respawnt man praktisch hier wieder. So. Dann gehen wir mal hier runter. Wir können auch hier die Büsche und so können wir hier sammeln. Garn. Garn jetzt freigeschaltet. Lila Beeren. Das ist Honig. Hier gibt es auch so Pilze, die kann man essen. Und wir sammeln einfach mal so ein bisschen Stuff, was wir so brauchen. Wir brauchen auch vor allen Dingen Steine. Gerade am Anfang. Hier gehen wir nachher hin. Das ist irgendwie so eine Ruine. Da brauchen wir jetzt noch nicht hin. So, ein bisschen Stein sammeln. Wir kümmern uns erstmal darum, dass wir da vorne zu unserem Bauplatz kommen. So, den Pilz nehmen wir noch mit. Dieses Spiel sieht einfach fantastisch aus. Es ist einfach... Ah, es ist vor allen Dingen so erfrischend, endlich mal wieder was Neues zu spielen. So, haben wir freigeschaltet für ein Schild. Okay, cool. Okay, das ist uns jetzt also vorgegeben hier. Dieser Platz und wir schalten rezeptfrei grober Holzblock. Genau. So, jetzt muss ich erstmal neue Quest. Beanspruche einen Platz für deine Basis. Genau. Jetzt müssen wir mal gucken im Handwerk. Wir müssen den Flammenaltar bauen. Dafür brauchen wir
5 Steine, wir haben 12. Okay, dann bauen wir den mal. Ein wahres Zuhause. Aha. Achievement freigeschaltet. So, der Flammenaltar, der ist auch da unten schon in der Leiste. Den können wir jetzt, also wir müssen ihn jetzt hier setzen, das ist halt vorgegeben. Ich würde sagen, wir gehen ein Stückchen hier rüber, dass wir da aus dem Hügel rauskommen, da drüben. Das Bausystem, also wartet, wenn ihr gerne baut in Spielen wie Seven Days to Die oder Ark oder sonst irgendwie in Rust oder so, wenn ihr gerne schöne große Basen baut, dann seid ihr hier 100% richtig. So, mit der Flamme kommunizieren. Du bist nicht alleine. Es gibt noch andere Überlebende, die in Krypten der Erbauer schlummern. Erwecke sie, damit sie dich auf deiner Reise unterstützen können. Sei auf der Hut. Einer befindet sich ganz in der Nähe, direkt hinter dem Miasma verhüllten Tal. So, neuer Ort kartiert. Flamme tilgen, genau, Altar aufwerten. Flamme tilgen ist aus. Tilge die Flamme, um deinen Flammenaltar zu entfernen. Genau, das brauchen wir natürlich nicht. So. Beanspruche einen Platz für deine Basis. Gucken wir mal gerade auf der Karte. Wir sind, genau, finde den schlafenden Überlebenden. Wir sind jetzt hier unten. Hier oben ist die Flammenkrypta und wir können jetzt auch theoretisch hier zur Flammenkrypta schnell reisen. So, wir müssen in unserer nächsten Quest hier hin und ich kann euch schon sagen, was da ist und wer da ist. Das ist nämlich der Schmied, den muss man befreien und den nach Hause bringen. Das geht relativ schnell, relativ einfach. Und dann muss man diesem Schmied praktisch hier ein... wie soll man sagen, ein Zuhause bauen, der braucht ein Dach über dem Kopf und dann kann man den praktisch richtig verwenden, sodass der uns auch richtige Sachen schmiedet, ja. So, jetzt müssen wir mal gucken im Crafting. Ich glaube, ich lege mir das noch um demnächst auf Tab. Keine Lust, immer I zu drücken. Handwerk. So, der Bauhammer wird wichtig werden. Der braucht nur Stein. Den können wir direkt mal machen. Wir brauchen unbedingt die Holzfäller-Axt. Und wir brauchen die Spitzhacke. Dafür fehlen uns ein paar Äste und ein bisschen Garn. So, Garn wird aus Pflanzenfasern hergestellt. Da können wir direkt mal sagen, herstellen. Keine Sorge, geht später auch alles schneller und einfacher. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier in unserem Rucksack. Genau, man kann nämlich hier mit Alt die Aktionsleisten switchen, praktisch. Ja, wir machen mal hier die Sachen hier hoch, die wir nicht brauchen. Aber man hat generell 2 Aktionsleisten. Wir machen jetzt mal die Axt hier hin und den Bauhammer dahin. Und mit Alt kann man die halt umschalten. Ne? So, dann gehen wir mal gucken. Hacken wir uns mal einen Baum, 12 Stück. Boah, ich freue mich so dermaßen auf dieses Spiel, weil man hier so schön bauen kann. Also, ich kann es schlecht erklären, aber wenn ihr davon mehr wissen wollt, dann sucht mal bei mir auf dem Kanal nach dem Enshrouded Demo Let's Play und guckt euch da die erste oder die zweite Folge an. Weil da sind wir nämlich schon am Bauen. Das ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer, wie gut man hier bauen kann. So, wir brauchen ein bisschen Ausdauer. So, hier den Stein nehmen wir noch mit. Die können wir mal so sammeln, während wir Ausdauer regenerieren. Das macht Sinn. Hier ein paar Pflanzenfasern mitnehmen. Es gibt natürlich auch wilde Tiere, Wölfe und so, die rennen auch hier irgendwo rum. Noch gar kein Harz rausgedroppt, ne? Harz gibt's auch, spawnt dann so, fällt dann so hier raus, wie das Holz auch, je nachdem welche Bäume man fällt. Glühwürmchenlampe. Okay. So, können wir denn jetzt beim Handwerk schon die Spitzhacke herstellen? Jawohl, das ist gut. Sehr schön. Okay. Dann...
gucken wir mal. Da kam Harz raus. Das ist hier das Rote hier. Platscht dann immer so beim Holzfällen. Wie gesagt, Enshrouded ist ein Survival-Action-Fantasy-RPG, ja. Ist also was ganz anderes zu dem, was ich sonst so halt spiele, ja. Überwiegend ja Seven Days to Die. Und deswegen bin ich so froh darüber, dass ich endlich mal was anderes mal wieder spielen kann. Ja. So, den hier nehmen wir noch mit und den Stein da. Und dann würde ich sagen, wir gehen mal kurz noch ein paar Steine holen mit der Spitzhacke hier. Wie gesagt, die Welt ist komplett voxelbasiert. Ne? Wir können also jetzt einfach hier anfangen, uns hier reinzugraben. Und das muss man im Spiel auch sich so ein bisschen zunutze machen. Um halt einfach von einem Gebiet vielleicht ins andere zu kommen, teilweise. Ist jetzt nicht so wie bei Return to Moria. Man kann es auch anders, dahin kommen, ja. Aber hier ist es teilweise so, dass man wirklich, dadurch halt eben auch einen Vorteil hat. Ja? In der Demo war es so, immer wenn man neu gestartet hat, sind die Sachen hier respawned, also vor allen Dingen die Felsen. Das Gebiet hier ist ein bisschen überarbeitet worden. Da war nämlich da vorne an der Ecke vor uns war ein größerer Haufen Stein, sowas wie das da. Der ist nicht mehr da, der ist entfernt worden. Wahrscheinlich, weil die Leute alle hier bauen wollten und ewig war das Ding im Weg. Ja. So. Gucken wir gerade noch hier. Da kommen also auch Steine raus. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Ressourcen hier, ob die auch nachspawnen, wenn man jetzt das Spiel neu startet. Das kann ich jetzt leider nicht sagen. So, okay. Schutz, sitzen, schlafen. Genau. Dann schauen wir mal. Handwerk. Wir haben den Bauhammer. Wir brauchen eine Werkbank. Garn und Holzscheite. Garn, können wir noch ein bisschen was machen? Einmal. Okay, dann bauen wir uns jetzt die Werkbank. Die hat er uns auch schön brav schon direkt da reingelegt. Und dann stellen wir uns die einfach mal hier neben. Und schauen mal gerade. So, jetzt können wir nämlich hier an der Werkbank zum Beispiel Steinblöcke herstellen. Und aus diesen Steinblöcken kann man dann bauen. Genauso wie mit den Holzblöcken, ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal, sagen wir hier Stauraum, da brauchen wir Garn. Hier können wir auch schon den Gleiter bauen, also da kommt, den schaltet man einfach so frei. Wir brauchen dazu nur Miasmaholz, Tierfell und ein paar andere Sachen. Den Greifhaken, ja, den brauchen wir natürlich auch irgendwann. Und die Lichtquellen, fangen wir mal da an. Machen wir uns mal hier die Baublöcke. So, die haben wir jetzt hier auf der 4 und jetzt seht ihr schon, wir haben hier so einen kleinen Würfel. Jetzt muss ich mal gucken. Wie war denn das? Bauhammer, Tabulator. Ah, genau. So, der Baumodus ist nämlich ein bisschen anders, als man das so kennt. Auf der Zirkumflex-Taste, das ist die Taste mit der Spitze nach oben, links neben der 1. Damit konnte man vorher, ne, es ist auf Alt. Jetzt. Okay, ach so, wähle die Form, mit der du etwas bauen möchtest. Wähle das Material, mit dem du etwas bauen möchtest. Öffne das Untermenü, um aus verschiedenen Formkategorien zu wählen. Genau. So. Das haben sie umgelegt, das ist jetzt auf Alt. So, dann geht das nämlich hier so nach oben auf, wenn ihr die Alt-Taste gedrückt haltet. Und dann könnt ihr mit der Maus hier durchscrollen. Und dann habt ihr hier Blöcke, also ihr würdet jetzt. Auf der rechten Seite sind ja die Steinblöcke ausgewählt. Das heißt, wir bauen aus Stein und in dem Fall jetzt mit einem 1-Meter-Block. Ja. Und da seht ihr, der ist halt so klein.
Wir können das aber auch umschalten auf einen 2-Meter-Block. Das ist ein bisschen tricky manchmal, ne? Dann sieht da jetzt ein größerer Block. Oder halt ein 4-Meter-Block. Ich weiß noch nicht so genau, wie man das da mit meinem Mausrad, das scrollt so schnell. So. Das scrollt relativ schnell. Dann haben wir jetzt so einen 4-Meter-Block. Und genauso auch bei den Dächern. Fangen wir mal einfach mit einem Fußboden an. Setzen den Flammenaltar. Ja, der sitzt halt immer in der Mitte. Der eine Block kostet dann, sieht man hier ja auch. Und das ist nämlich das Besondere. Obwohl, wir haben ja jetzt hier ein Quadrat. Also besser gesagt, so eine Foundation. Und die ist quadratisch. Wenn ich die da dran setze, dann seht ihr auch, die verbraucht 256 Steine. Ich kann die aber auch einfach ein Stück nach links setzen. Dann ist die nur noch halb so groß, wenn ich die jetzt baue. Und es wird trotzdem verbunden. Als wäre das eine Plattform. Genauso können wir jetzt auch sagen, wir nehmen hier den einzelnen 1-Meter-Block und setzen den einfach hier an dieser Foundation hier an. Und setzen noch einen drauf und setzen noch einen Block hier dran. Und dann wieder einen da drauf und so und so. Ich baue jetzt einfach mal so ein bisschen Kram hier vor. Ja. Und das ist halt der absolute Hammer. Also das ist Wahnsinn. Und genauso können wir den auch einfach wieder so entfernen und kriegen halt auch das Material wieder zurück. Zumindest, ich glaube, in Teilen. Ich weiß nicht genau, ob man alles zurückbekommt. Also das ist halt wirklich genial. So, dann machen wir mal gerade nochmal. Ja, also ich komme einfach nicht auf diese 2-Meter-Blöcke da. So, machen wir die mal weg. Und dann setzen wir uns hier eine dran. Da. Da. So. Dann gehen wir mal gerade aus dem Baumenü raus. Aufnehmen. Und dann machen wir nochmal Baumenü mit Tabulator. Grober Steinblock. Jetzt haben wir nicht genügend Stein. Echt? Wir haben nicht genügend Stein. Okay. Ich dachte, wir hätten noch welche. Na gut, dann müssen wir erstmal mit 3 nochmal unsere Werkbank hier hinstellen. Stellen wir mal gerade provisorisch so. Und sagen nochmal herstellen. Und dann machen wir nochmal den... den hier, den, so. Gehen in den Baumodus rein. Und dann nehmen wir uns mal, glaube ich, nehmen mal eine Wand mit Fenster und stellen die einfach, wie können wir die drehen? Moment, wie können wir die drehen? E, Q, R, R. So, das ist halt auch cool. Man hat halt eine Wand mit Fenster. Und wenn ich jetzt den 1er-Block nehme, dann kann ich ganz einfach dieses vorgefertigte Fenster, das kann ich einfach vergrößern. Das kann ich einfach umbauen und kann auch hier außen wie so eine Fensterbank anbauen, ja. Das ist genial. Also, jeder, der irgendwie ein bisschen Ahnung hat von Bauen in Spielen, dem wird hier das Herz aufgehen, ja. So. Dann das und dann nehmen wir die 4 für eine Tür und dann nehmen wir die 2 für eine ganz normale Wand. Drehen die mal hier rum. Ja, wir haben nicht genügend Stein. Das wird jetzt nicht mehr reichen, ne? Oder? Ah doch, die kostet nur 56. So, jetzt haben wir keine Steine mehr. Okay, alles klar. Dann geht's los darüber. Ein bisschen Stein besorgen. Und ein bisschen hier von dem Kram. Bisher ist ja hier noch nichts. Also irgendwie, dass hier irgendwas uns angreift oder so, ja. Es gibt natürlich auch später bessere Werkzeuge. Eisen, Spitzhacken und sowas, ja.
So, ein roter Pilz. Ich glaube, direkte Benutzung. Plus 1 Intelligenz. Genau. Benutzen. Essen wir den mal. Ach, ich freue mich so. Das wird auf jeden Fall schön werden hier. Wir werden so uns so ein schönes Haus bauen. Jetzt erstmal für den Anfang, dass wir mal was haben. Dann bauen wir später um. So, zur Werkbank. Und machen uns Steinblöcke. Einen mache ich noch und dann schauen wir mal gerade. Das ist hier unsere Tür, ne? Okay, dann würde ich sagen, wir machen uns hier nochmal ein Fenster. Und hier auch nochmal ein Fenster. Hier machen wir nochmal eine Wand hin. Und dann schauen wir mal, wie viel Holz haben wir denn. Äste 17, Holzscheite 122. Wir machen uns mal Holzblöcke. Da machen wir mal 2600. So. Und dann können wir nämlich auch die 8 Bauhammer. Und jetzt können wir auf der rechten Seite auch das Material wechseln mit Steuerung und dem. Und dann nehmen wir uns ein Holzdach in 4 Metern. Genau. Und zeige ich euch gerade noch schnell, wie man so ein Dach baut, auch wenn es jetzt leider gerade dunkel ist. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hin. Stelle. Ach, wir müssen da Dachblöcke herstellen. Ah, das sind gar keine Holzblöcke. Okay, alles nicht schlimm. Wir müssen Pflanzenfaser-Dachblöcke machen. Okay. Nicht sehr schön, aber es erfüllt seinen Zweck. Okay, dann machen wir mal gerade einen. Ich gehe mal gerade ein bisschen, Pflanzenfaser sammeln. Da läuft jemand rum. Ah, okay, das ist neu. In der Demo sind die nicht hier rumgelaufen. Man kann übrigens auch hier diese Wägen und sowas. Huch. Da bekommt man dann auch Holz raus. Da droppen auch manchmal ganz gute Sachen raus. In der Demo sind keine Gegner hier in dem Bereich rumgelaufen. Das ist also neu. Könnt ihr auch mal so eine Fackel mir nehmen, ne? Warte mal. Vergesse ich irgendwie die ganze Zeit. So, sieht man wenigstens ein bisschen was. Das ist so dunkel hier. Hier war immer irgendwo ein Wolf. In der Demo. So, okay. Dann gucken wir mal, ob wir damit noch ein paar Pflanzenfaser-Dachblöcke hergestellt bekommen. So, sehr gut. Und dann nehmen wir wieder die 8 und drücken Tabulator. Jetzt können wir die setzen. Okay, sehr schön. So, das Schöne hier ist nämlich, Moment, man kann hier irgendwo, genau, mit X kann man nämlich Einrasten ausschalten. Dann rastet der zwar immer noch ein, aber nur noch in 1 Meter Blöcken. Und das Schöne ist, man kann dann hier richtig schön perfekt einstellen, wie lange so ein Dachüberstand sein soll. So, ich würde sagen, wir machen das mal so. Und setzen den jetzt, wenn ich jetzt auf Einrasten gehe, dann setzt der den wir da auch genau an. So.
Schon haben wir hier ein richtig schönes Dach mit Dachüberstand. Müssen wir das noch zweimal drehen? Machen gerade Einrasten aus. So richtig oder so? Ich glaube so, ne? So, machen wir Einrasten wieder an. Jetzt haben wir, glaube ich, nicht... Ja, wir haben nicht genügend Blöcke. Okay. Wir haben nicht genügend Blöcke. Ist halt gerade auch sehr, sehr dunkel. Können wir uns denn... Ah ja. Schutz, Wärme. Okay. Können wir uns irgendwie einen Schlafsack bauen? Das gibt's doch auch. Bauhammer, Holzverlag, Spitzhacke, Schilde, Keule... Rüstung aus Lumpen. Können wir das an der Werkbank bauen? Feuerstellen, Licht und Betten. Ah, Pflanzenfasern und Garn. Okay. Nein. Handwerk, Garn. Wir brauchen Pflanzenfasern. Aber es wird auch zum Glück gerade hell. Das ist ja schon mal viel wert. So, das heißt, wir müssen uns Pflanzenfasern besorgen gehen. Ohne die geht nichts. So, und da war auch gerade so ein Licht wieder zu sehen. Das schickt uns da hinten rüber. Würde ja jetzt gerne zumindest noch das Dach fertig bauen, ne? Das wäre ja schon schön gewesen, wenn wir das noch fertig bekommen. Hier sind noch ein paar Büsche. Ach, da oben ist die Wolfshöhle, genau. Da gibt es auch andere Ressourcen zu finden. So, jetzt sind wir hier in der Ruine. Okay, das Lichtchen sagt uns, wir sollen darüber zur Glutwacht einen neuen Marker bekommen. Stufenaufstieg. Level 2. Sehr gut. Also hier, wir müssen uns hier noch in Ruhe umschauen, auf jeden Fall. Plündern, schlafen. Ah ja, okay. Wir müssen uns hier noch in Ruhe umschauen. Und alles erkunden. Was haben wir hier? Hier haben wir noch was zum Lesen gefunden. Tagebuch des Hauptmanns, Tag 1. Halte die Krypta bis zu deinem letzten Atemzug. Dies waren die Worte des Erbauers, bevor er mit einer Handvoll unserer besten Krieger eintrat. Es war das erste Mal, dass ich einen seiner Art gesehen habe, und es wird wohl auch das letzte Mal gewesen sein. Sein Gesicht hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Mein Leben und das meiner verbleibenden Soldaten unterliegt einer heiligen Pflicht. Hauptmann Arkwright. Okay, haben wir gelesen. Plündern. So, man kann hier wirklich alles Mögliche kaputt schlagen, klein schlagen, ja. Und teilweise findet man dann halt auch Gegenstände, zum Beispiel dieses Wasser da, ja. Mir wären jetzt allerdings eigentlich Pflanzenfasern am liebsten. Hier kommt, glaube ich, Stoff raus, wenn ich mich nicht täusche. Ja, genau. Und Garn. Garn und Stofffetzen. Also das lohnt sich durchaus, ja. Da kommen wir nicht dran. Holz. Okay. Es gibt natürlich auch Bossfights. Da werden wir auch früher oder später hinkommen. Um gewisse Sachen halt zu looten. Beziehungsweise weil es halt eine Quest ist, ne. Da kam auch zweimal Garn raus. So, dann würde ich sagen, wir gehen nochmal kurz nach Hause. Und schauen mal. Betten. So, wir können ein Bett herstellen. Das ist schon mal sehr gut. Wo hat er das hingelegt? Ach so.
Der legt das dann unten in die zweite Leiste rein. So, dann haben wir zumindest mal was. Da können wir nämlich hier auch schlafen, aufnehmen, etc. Und jetzt würde ich sagen, wir gucken nochmal. Genau, es gibt auch ein Baugerüst, das braucht man auch. Je nachdem, wie groß man baut, muss man sich halt so ein Gerüst bauen. Pflanzenfaser, Dachblock. Nur einen. Das ist nicht viel. Einer ist nicht viel, ne? So. 8, Tabulator. Müssen wir mal gucken, wo ist denn hier die Mitte? Die Mitte ist genau über dem Fenster, ne? Könnte passen. Nee, könnte nicht passen. Mist. Kann man mal wieder wegmachen. So. Nee, das passt auch nicht. Machen wir nochmal weg. Muss irgendwie weiter darüber, ne? Mach mal gerade einrasten aus. Das sieht besser aus. Jetzt rotieren wir das mal. So. Nee, das da ist falsch. Das sieht richtig aus. Das sieht richtig aus. Auch wenn es jetzt nicht fertig ist. Aber das machen wir jetzt noch. Wir brauchen halt nur noch mehr Pflanzenfasern. Da kommen wir nicht drum rum. Gerade am Anfang ist es halt ein bisschen, ja, suchen, sammeln, looten. Aber keine Sorge. Oh, da kam Honig raus. Lecker. Da werden wir auch noch hin. Komm, nein, halt. So schnell wollte ich da nicht hin. Da hätten wir nämlich keine Chance. So. Gerade mal schauen, dass wir hier noch so ein paar Pflanzenfasern irgendwo herfinden. Oh, was ist das? Wieder was zu lesen. Leuchtenstein ist gefallen. König Gormander ist tot. Eine Armee von Geisteskranken, widerwärtig und bleich, die kaum ihre Füße über den blutigen Boden heben konnten. Sie schleppen sich durch unsere Täler, durch das Miasma, angeführt von der verrückten Wache des Nordens, Vorgoth. Ich wusste immer, dass das Elixier nur Misstrauen säen würde. Ich blicke hinauf zu den Warten der Erbauer, hinauf zum Himmel. Es gibt kein Entrinnen. Wir müssen standhalten. Balthasar. Genau, das Miasma, das ist das, was ihr da unten seht, dieser Nebel, also dieser hellblaue Nebel. Und da waren wir ja schon drin, ganz kurz, am Anfang vom Spiel. Da müssen wir uns hineinwagen und versuchen, diese Seuche überhaupt... Oh, eine Schatztruhe. Heiltrank und, was ist das? Holzpfeile, cool. Wir müssen versuchen, diese Seuche irgendwie aufzuhalten, rückgängig zu machen, ne? Und da findet man natürlich auch die besseren Sachen da unten, ist ja klar. So, hier gehen wir noch nicht rein, da sind nämlich irgendwo auch Gegner. Ich würde ganz gerne einfach versuchen, irgendwo, da steht schon so ein Gegner, da schleichen wir uns mal dran vorbei. Ich würde eigentlich gerne das Dach fertig bauen. Aber ich weiß nicht. 1, 2, 3, 4. 4 Blöcke. Es könnte mit Ach und Krach gerade so reichen. Das Schöne ist, ne, wir bräuchten ja so eigentlich 72 Blöcke und dadurch, dass wir weniger brauchen, zieht er uns natürlich auch weniger Material ab, ne? Ich versuche den mal von außen irgendwie da dran zu tackern.
das so? Nee, das war falsch. Oh, scheiße. Das war auch falsch. Das ist richtig. Habe ich da gerade versehentlich die Wand weggerissen. Das sieht falsch aus. Es kann aber auch ein Texturfehler irgendwie einfach nur... Ja, das ist nicht richtig. Das ist richtig. So, okay. Und dann können wir doch hier sagen... Pflanzenfaser-Dachblock? Nee, warte mal. Wir haben doch auch unsere Dingsblöcke hier, ne? Alt, mehr Formen. Genau, wir nehmen die hier wieder. Habe ich hier versehentlich meine gute Wand weggerissen. Aber natürlich aus Stein. So. Und dann brauchen wir die neuen. So, dann können wir die nämlich hier so... Müssen wir gerade gucken gehen, ob die jetzt draußen übers Dach raussteht oder ob das so richtig war. Ne, das passt. Das ist schön. So, dann drehen wir die nochmal. Und dann können wir mit der 2 hier nochmal eine Wand reinstellen. Und dann brauchen wir, glaube ich, den hier. Dann müssen wir da oben irgendwie... Da kommen wir jetzt nicht genau dran. Da bräuchten wir erst ein Baugerüst für. Aber wir haben zumindest mal was. Wir könnten höchstens sagen, wir machen die hier noch weg. Und machen stattdessen mit der 3 hier ein Fenster rein. Oh, nein, das war falsch. Dahin. Und dann können wir hier nochmal mit der 1 das ein bisschen größer machen. Und dann können wir hier aus Holz so eine Fensterbank dran bauen. Und wir können uns auch hier oben einfach noch ein Fenster reinmachen. So, dann haben wir da oben auch noch ein bisschen Licht. Sehr schön, wunderbar. Dann würde ich sagen, das soll es mal gewesen sein mit der ersten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich schon auf eure Kommentare. Und wenn ihr Lust habt, das Ganze im Koop zu spielen, in der Videobeschreibung ist mein Discord verlinkt. Da findet ihr den Community-Server zu Enshrouded. So, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge nochmal wieder. Macht's gut. Bis denn. Tschüss.